Er gilt als Delikatesse und Kulturgut. Der Karpfen ist das regionale Aushängeschild des Aischgrunds. Das weiß auch die amtierende Karpfenkönigin Katrin Uano. Die Karpfenteiche prägen die Region seit über 1000 Jahren. Es ist eine einzigartige Kulturlandschaft. Also wenn es den Karpfen bei uns nicht mehr geben würde, dann, ja, ich weiß gar nicht, wie da die Gegend ausschauen würde. Könnte man sich gar nicht vorstellen. Doch die Teichwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Um Lösungen zu erörtern, hat die Freie Wähler Landtagsfraktion zu einer Fachtagung ins mittelfränkische Höchstadt geladen. Zusammen mit ihrem Fraktionskollegen Johann Häusler engagiert sich die Abgeordnete Gabi Schmidt für die Fischzüchter. Sie kennt deren Probleme. Die größten Baustellen, das sind schon diese Schädlinge, also diese Karpfenschädlinge. Wir haben einen Kormoran da, wir haben ganzjährig hunderte von Reiher da, wo wir überhaupt noch nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Es kommt der Fischotter, der uns unser Erbgut in eine jahrhundertenalte Zucht wegnimmt, der die Laichkarpfen kaputt macht in einer Nacht. Ein besonderes Problem stellt auch der Biber dar. Seit Jahren verursache das Nagetier große Schäden in der Teichwirtschaft, erklärt Johann Häusler. Der Freie Wählerabgeordnete sieht daher großen Handlungsbedarf. Wir Freie Wähler haben entsprechende Anträge im Bayerischen Landtag eingebracht. Zum einen den Biber ins Jagdrecht aufzunehmen mit dem Verzicht auf die Entschädigungsforderungen. Dann der Versuch, dann letztendlich über Allgemeinverfügung die Reduktion ein Stück weit zu gewährleisten und einheitlich zu gestalten. Und was ganz wichtig ist, die zweite Säule eben auch den Entschädigungsfonds von 450.000 auf 1 Million pro Jahr anzuheben. Alle Anträge diesbezüglich sind von der Mehrheitsfraktion im Bayerischen Landtag, der CSU, abgelehnt worden. Doch nicht nur Biber, Kormoran und Co. setzen den Karpfenzüchtern zu, auch die niedrigen Kilopreise bereiten ihnen große Sorgen. Martin Oberle, Leiter der Außenstelle des Instituts für Fischerei, erläuterte, mit welchen Maßnahmen die Teichwirtschaft zukunftsfähig gemacht werden könne. Eins ist, wir brauchen höhere Preise. Das heißt, wir werden Wert legen auf eine qualitätsorientierte Erzeugung. Wir wollen beste Qualität erzeugen. Das ist auch eine Aufgabe für uns, für die Forschung, für die Beratung. Da gibt es auch noch Handlungsbedarf, sage ich mal. Aber dann zu angemessenen Preisen und das mit guten Werbe- und Strategien und Produktentwicklungen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Wahrscheinlich auch zu schaffen, das Angebot irgendwie zu bündeln. Die vielen Kleinerzeuger, dass wir da einen Weg finden, die Vermarktung zu verbessern. Unterstützung für ihre Anliegen erwarten sich die Teichwirte auch von der Europaabgeordneten Ulrike Müller. Sie versteht sich als Netzwerkerin und will sich in Brüssel für die Fischzüchter stark machen. Und ich muss immer die Menschen von der Kommission, diese Beamte, die tatsächlich nicht wissen, wie das praktische Leben funktioniert, hier in die Region bringen, die Teichwirtschaft vorstellen, die praktische Umsetzung, auch die praktische Arbeit der Menschen, die hier vor Ort geleistet wird, darstellen. Und dann bekommt die Kommission auch ganz andere Eindrücke. Also diese Regionalkonferenz in Zusammenarbeit mit den Teichwirten, mit der Landtagsfraktion, das ist das nächste größere Ziel, das wir hier jetzt in Angriff nehmen. Die jahrhundertealte, einmalige Kulturlandschaft in Mittelfranken müsse auch in Zukunft erhalten bleiben. Doch dazu benötigt die kleinteilige Teichwirtschaft bessere Rahmenbedingungen. Und genau für diese wollen sich die Freien Wähler einsetzen.